Übrigens, für diejenigen, die Zweifel daran haben, ihr braucht nur die Uniform der Polizei anzugucken. Was ist noch Deutsches an der Uniform? Sie wird immer amerikanisierter im Aussehen. Basecap, die Schirmmütze verschwindet, sieht zu deutsch aus. Die sächsischen Basecap der Polizei werden ganz billig in der Tschechei hergestellt. Nach ein paar Wochen Einsätze sind die so verwaschen, dass sie sogar von schlechterer Qualität sind als Marken Rapper Basecap. Und die Polizei wird ständig abgebaut. Und heute im MDR habe ich gesehen, dass in der letzten Nacht am Hauptbahnhof Dresden 6 Fahrzeuge der Deutschen Bahn angezündet worden sind. Totalschaden über 100.000 Euro. Mit Bekenner schreiben im Internet von unseren Freunden der Antifa. Und diese Leute, die Fahrzeuge anzünden, weil für sie vertritt die Deutsche Bahn natürlich den bösen Kapitalismus. Diese Leute, die können sich so verbrecherisch benehmen, wie sie wollen. Es passiert nichts. Diese Leute können sogar in Leipzig ein Polizeirevier angreifen, das eröffnet worden ist in dem roten Konowitzer Kreuzviertel. Alter. Und es passiert gar nichts. Diese Leute haben sogar ein paar Wochen vorher, Ende letztes Jahres, das Bürgeramt geplündert und total kaputt geschlagen. Aber die Stadt macht gar nichts. Wenn ein böser, rechtsextremer Skinhead sich 5% davon leisten würde, der wäre schon längst im Knast für das ganze Leben. Also, diese Leute werden geschützt, die können gedeihen, wie sie wollen, die können sich leisten, was sie wollen, die können Gesetze verbrechen, wie sie wollen. Die dürfen das, weil sie links sind. Das heißt, wir haben nicht ein Maß oder ein Maßstab für alle in diesem Land. Ja? Wenn Sie auch als normale Bürger ein bisschen rebellieren gegen das System oder sich ungerecht behandelt fühlen und klagen gegen Beschäftigten der Stadtverwaltung, ja? Sie haben keine Chance. Die Staatsanwälte, die Richter geben immer den Leuten Recht, weil sie sich alle per Du kennen. Der Sachsen-Sumpf ist nicht nur in Sachsen. Hier hat man einen Fehler gemacht nach der Wende. Hier hätten Köpfe rollen müssen, wie es immer bei einer Revolution stattfindet. Aber die Köpfe sind nicht gerollt. Das heißt, wer ist in Amt und Würden geblieben? Die ganzen Beschäftigten des SED-Systems. Und es gibt jetzt eine neue... Kannst du mir bitte kurz das Mikro halten? Ich frage mich, warum man das SED-Zeichen der zwei Hände weggemacht hat von den offiziellen Gebäuden, weil eigentlich wir haben genau dasselbe. Wir haben die meistens Versager, SPD und CDU-Leute aus dem Westen, die hier nach der Wende gekommen sind, weil sie nicht geworden wären in den gesetzlichen Verwaltungen der BRD. Und hier haben wir die alte SED-Leute immer noch im Amt. Und diese Leute, obwohl sie Klassenfeinde waren, ja, die verstehen sich blendend über unsere Köpfe alle. Und das Zeichen der SED bedeutet, hier die Wessis, hier die Ossis vom System, die Hand in Hand weiterarbeiten. Ja? Und deswegen ist das Volk, danke, verarscht worden hier. Ihr seid auf die Straße gegangen, ja, und ihr seid immer noch weiter die dummen Milchkühe des Systems. Ja? Und die roten Köpfe, die oben geschwommen sind, die schwimmen immer noch um. Ja? Und es ist auch so, sogar in Leipzig, dass die Verwandten der Leute, die im Stadtverwaltungsapparat geblieben sind, einen leeren Platz kriegen und die zukünftigen Beschäftigten des Ordnungsamts und der Stadtverwaltung werden. Das heißt, man züchtet sich untereinander. Und das ist sehr schwer für einen normalen Bürger oder für seine Kinder,
einzusteigen in solche Berufe in einer Zeit, wo wir so viel Arbeitslosigkeit haben. Es gibt ein paar Begriffe dafür, das nennt sich Nepotismus. Das heißt, wenn man die Verwandtschaft immer privilegiert und durch Vitamin B. Vetternwirtschaft. Richtig, Vetternwirtschaft, ja. Man kann das auch ein bisschen oberbegriffliches nennen, Korruption, ja. Also wie gesagt, als normaler Bürger hat man keine Chance gegen die Polizei, gegen die Staatsanwaltschaft, gegen die Richter, also was sich hier Justiz nennt. In Frankreich, das Wort Justiz bedeutet Justiz als System, aber auch Gerechtigkeit. In Deutschland habt ihr zwei Wörter dafür. Ich weiß warum. Gerechtigkeit und Justiz passen nicht immer zusammen. Ich bin von Antifa-Leuten aus Leipzig im Internet diffamiert worden als Faschist, als Rassist. Ich habe Anzeige erstattet und es ist eingestellt worden mit der Begründung, dass das Recht der Freiheit, also das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung höherrangiger ist als mein Recht auf persönliche Ehre. Also, so weit sind wir in diesem System. Ja? Man wird drangsaliert, die drüben können gedeihen und die sie wollen und sich leisten, was sie wollen, die werden kaum belangt. Die kriegen immer gute Rechtsanwälte oder die ganzen Ermittlungen werden nicht mal fortgeführt oder man sagt unbekannt, es wird eingestellt. Aber Sie als normaler Bürger, Sie haben keine Chance. Und dieses System verklagt sie dann sogar mit Geldstrafe, weil es geht nur ums Geld. Und genauso wie die Knöllchen der Polizei da sind, um die Stadtkasse voll zu machen, sind die Geldstrafen in Form von Urteilen im Gericht auch da, um die Landeskasse zu füllen. Und diese Leute, diese Schreibtischtäter, gut, ich muss dabei erwähnen, es gibt ein paar gute Polizisten auch, es gibt auch ein paar gute Richter, ein paar gute Staatsanwälte, aber leider, die sind die Ausnahmen in diesem System. Und dieses System ist nur auf Geld gerichtet und deswegen werden wir neben Steuer, wenn wir ein bisschen rebellisch sind, mit Geldstrafen belangt, ja. Und man kriegt auch nicht einen Rechtsanwalt an seine Seite. Das heißt, selbst wenn man durch Idioten beleidigt oder gefährdet wird und Anzeige erstattet, man muss sich selbst einen Rechtsanwalt bezahlen. So ist das in diesem System. Das ist nicht anders als in Amerika. Das heißt, dieses System schützt nicht seine Bürger gegen solche Leute. Er schützt diese Leute, aber uns nicht. Ja? Und diese Leute sind angeblich gegen das System. Also man muss mir erklären, wenn sie wirklich gegen das System sind, warum sie sich so wohlfühlen in diesem Land und in diesem System, ja, und warum, obwohl sie sogar Wagen anzünden, es nicht passiert, ja. Diese Leute sagen immer Nazi raus. Ich sage zu diesen Leuten, wer immer brüllt, Deutschland verrecke oder es sind nicht genug Bomben auf Deutschland gefallen, dann sage ich zu euch, raus mit euch aus diesem Land.